Kennt ihr das? Ihr seht eine Serie und auf einmal nehmt ihr die Welt ganz anders wahr. Plötzlich müsst ihr Abstand zu euren Mitmenschen halten. Und die einzige Möglichkeit, eure Freunde zu sehen, ist es, sie heimlich beim Einkaufen zu treffen. Und überall in der Stadt seht ihr Ordnungsbeamte, die nur darauf warten, dass ihr gegen eine Regel verstoßt. Nicht erschrecken, ich habe jetzt mal das große Licht angemacht. Denn ganz so düster war der Shutdown bei uns, Gott sei Dank nicht. Und die Bilder, die ihr gerade gesehen habt, stammen übrigens nur aus unserem heutigen Serientipp. Hallo und herzlich willkommen zu Jim's Mediathek. Ja, heute geht es um die Serie The Handmaid's Tale, die inhaltlich übrigens weit über den gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1985 hinausgeht. Und für alle, die die Geschichte noch nicht kennen, lassen wir jetzt mal die Hauptfigur Desfred zu Wort kommen. Mein Name ist Desfred. Ich hatte einen anderen Namen. Meine Damen, ich muss Sie alle entlassen. Das ist das neue Gesetz. Sie mussten es so machen, weißt du? Stell dir vor, was sonst an den Flughäfen los wäre. Werdet ihr den Anführern der Rechtgläubigen dienen und ihren unfruchtbaren Frauen. Ihr werdet für sie Kinder gebären. Und selbst wenn der Plot euch jetzt nicht so mitreißen sollte, allein über die Ästhetik der Serie könnte man stundenlang debattieren. Ja, wirklich jede Szene ist bis ins kleinste Detail durchdacht und so aufwendig produziert. Und das nenne ich wirklich wahre Filmkunst. Und inhaltlich wollen wir jetzt noch mal ganz kurz in den Trailer reinschauen. Vergiss niemals die Heilige Schrift. Selig sind die Sanftmütigen. Und selig sind die, die um Gerechtigkeit verfolgt werden. Und eben dieser Aspekt beeindruckt mich besonders. Denn obwohl die Republik Gilead ja die Bibel missbraucht, um ihre Interessen durchzusetzen, gibt es noch Charaktere, die am Christentum festhalten und unterscheiden können, was vom Menschen gemacht ist und was Gott ihnen sagen möchte. Sie wissen, dass Gott sie noch immer liebt. Und das, obwohl in dieser Republik, unter dieser theokratischen Diktatur, Nächstenliebe eine wahre Mangelware ist. Ja, und wenn ihr schon auf vielen Hochzeiten wart, kommt euch vielleicht das Hohelied der Liebe schon so ein bisschen aus den Ohren raus. Aber in der zweiten Staffel gibt es dann die tragischste und schönste und bittersüßeste Inszenierung dieser Verse, die ich jemals gesehen habe. Aber nun genug mit düsteren Dystopien. Jetzt hat Jenny nämlich eine wahre Geschichte für uns. Oh ja, Becca. Und als das am Ende des Films eingeblendet wurde, hat es mich einfach nur umgehauen. Okay, um welchen Film geht's eigentlich? Es geht um Den Himmel gibt's echt. Darin hat Coden 4 Jahre eine Nahtoderfahrung, ohne dass sein Herz aufhört zu schlagen. Deshalb können Familie und Bekannte ihm das nicht so richtig glauben. Aber das müsst ihr selbst herausfinden. Mir ging es beim Schauen des Films so, dass es eigentlich gar nicht um Coden und den Tod geht, sondern mehr um Todd, seinen Vater und Zweifel. Sein Vater ist Pfarrer und für seine unkonventionellen Predigten bekannt. Und irgendwie war etwas Wiederkehrendes in dem Film das Ringen mit Gott und wie man auf das, was einem passiert, reagiert. Es fehlt das Wort Wunder. Mein Sohn hat Dinge gesehen, die er so nie hätte wahrnehmen können. Ihr Sohn hatte eine Nahtoderfahrung. Ich bin aus meinem Körper raus und konnte alles sehen. Mama in dem einen Raum und du warst in einem anderen. Der Film hat bei mir extrem viele Gedanken in Bewegung gesetzt und sehr viel ausgelöst. Und es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich alles mit euch teilen würde. Ich möchte nur einen Gedanken ein bisschen näher beleuchten. Und zwar bezieht der sich auf die Ausschnitte, die von den Gottesdiensten gezeigt wurden. Wie gesagt, Todd ist Pfarrer und seine Predigten waren durchzogen von Spontanität, Ehrlichkeit und Authentizität. Es war kein Vortrag, den er gehalten hat, sondern ein Gespräch, das er mit seiner Gemeinde geführt hat. Und ich würde mir das auch für die Gottesdienste, die ich besuche, wünschen. Falls euch das beim Schauen genauso geht, dann möchte ich euch ein was ans Herz legen. Es gibt in einem Gottesdienst 2 Positionen, den Redner und den Hörer. Einen aktiven Part und einen eher passiven Teil. Aber selbst wenn man Zuhörer ist und eher passiv, kann man den Gottesdienst beeinflussen.
mit der Einstellung, die man im Herzen trägt, wenn man den Gottesdienst besucht und wie man auf das Gesagte reagiert. Wenn ihr ein bisschen aktiver etwas beeinflussen wollt, dann schickt doch einfach mal eurem Priester den Tipp. Etwas anderes, womit man Gottesdienste beeinflussen kann, ist Musik und die Emotionen, die man beim Singen ausstrahlt. Musik ist auch ein wiederkehrendes Element im Film. Es wird relativ viel gesungen. Und dabei nicht unbedingt so fromm und bedächtig, wie man es von einem Pfarrer erwarten würde. Und da sich auch Jims Mediathek in keine Schublade stecken lässt, freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast, der eine der wahrscheinlich außergewöhnlichsten Persönlichkeiten des 21. Jahrhunderts vorstellt. Ich möchte euch eine Person vorstellen, die mich wahnsinnig inspiriert. Sie selbst ist 34 Jahre alt, 1,55 Meter groß, in den Vereinigten Staaten geboren, ist bekennende Christin und Leiterin einer Muskelerkrankung namens Fibromyalgie. Ihr richtiger Name ist Stephanie Joanne Angelina Yamanotta, alias Lady Gaga. Es gibt ein Album, welches sich ein wenig aus Christentum bezieht. Und dieses wurde 2011 veröffentlicht und nennt sich Born This Way. Es ist geprägt von Genren wie Opernmusik, Heavy Metal und Rock'n'Roll. Es kommen biblische Figuren vor wie Judas Ischariot, Maria Magdalena und Jesus von Nazareth. Und meine Lieblingssongs von ihr sind Million Reasons und Always Remember Us This Way. Born This Way. Oh, geht's schon weiter? Super. Wie ihr seht, wir freuen uns sehr über eure Empfehlungen und Beiträge. Und selbst wenn ihr nicht Gast in unserer Sendung seid, freuen wir uns über jede Mail, die bei uns ankommt. Denn ohne Tanja wäre ich nie auf diesen coolen Film gestoßen, den ich euch heute vorgestellt habe. Und deshalb schickt uns bitte weiterhin eure Tipps und Empfehlungen an diese E-Mail-Adresse. Wir freuen uns wirklich drauf. Und jetzt tschüss, ihr Serienjunkies, Cineasten, Musikversessenen, einfach all ihr lieben Leute. Das war's für heute. Danke, ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.